Hallo, mein lieber Stier. Jetzt schauen wir mal, was der Juli für dich bereithält. Dafür habe ich ja auch für dich ein paar Orakelkarten vorbereitet. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast einen schönen Sommer. Vielleicht hast du auch Urlaub. Lass mich mal wissen, wie du mit der Jahreslegung oder der Halbjahreslegung in Resonanz gehst. Das würde mich doch sehr interessieren. Oder mit der Junilegung. Jetzt schauen wir, was der Juli für dich bereithält. Vielen lieben Dank auch für dein Like. Das ist für dich ja kostenlos und hilft mir hier unglaublich, dass der Kanal wächst. Auch dein kostenfreies Abo, was du da lassen kannst. Vielen lieben Dank dafür. Das ist hier wirklich eine große Hilfe, denn dann werden meine Videos auch immer mehr Menschen vorgestellt. So, Stier, für Juli 2024, was ist hier die Energie? Was ist das Thema? Liebes Universum, was dürfen wir wissen für Stier? Tiefes Wissen mit der 43. Vielleicht ist die 43 für dich relevant. Vielleicht bist du 43 oder hast mit dem 4.3. etwas. Vielleicht gab es im März eine Thematik, die jetzt hier wieder aufploppt. Vielleicht hast du es aber auch mit Themen aus dem 4. oder dem 3. Haus zu tun. Da haben wir es mit Themen des inneren Kindes, der Herkunftsfamilie oder überhaupt der Familie zu tun. Traditionelle Dinge, ne? Also auch Dinge wie zum Beispiel Geburtstage oder Feierlichkeiten. Ja, und mit dem 5. Haus sind wir im Löwen. Da geht es um Durchsetzungsvermögen, Lebenskraft, sich zum Ausdruck bringen, auch so die kindliche Verspieltheit, also viele Themen der Kindheit, vielleicht auch Erinnerungen aus der Kindheit. Wir sehen ja hier diese Eule, die ist ja hier auf einem neuen Planeten und da hinten ist der alte, ja. Das deutet für mich darauf hin, dass du vielleicht in einer Übergangsphase sein könntest, wo du einen Ort verlassen hast oder ein altes Sein, eine alte Denkweise, ja, oder eine Beziehung, irgendwas hast du hinter dir gelassen und bist hier quasi in einer neuen Welt. Und tief Wissen, dann geht es auch immer um deine Intuition. Ja, dein das, was du einfach in dir schon spürst. 4 und 3 macht 7. Da sind wir im 7. Haus der Waage. Da geht es um eine harmonische Partnerschaft oder etwas, was mit Verträgen, Verbindlichkeiten, Bündnissen zu tun hat. Vielleicht weißt du einfach, dass dieser eine Mensch der Richtige ist für dich, ja, oder diese Tätigkeit oder dieser Ort. Du hast einfach so eine Intuition, die dir sagt, ich weiß das einfach. Du kannst vielleicht gewisse Dinge nicht logisch erklären, sondern du hast dafür einfach so ein Gespür, ja, dass es dich einfach dahin zieht und du kannst dich dem quasi gar nicht entsagen. Es geht auch immer mit dem Wissen um deine innere Wahrheit, also sich dieser auf jeden Fall auch treu zu bleiben, ne? Schauen wir mal, was wir noch wissen dürfen. Um was geht es für Stier im Juli? Zwei Karten, die nehmen wir mal als Ergänzung dazu. Dankeschön. Da haben wir die Ungewissheit mit der 7, sage ich ja. Siebte Haus zeigt sich hier wieder. Ne? Die 7 ist auch eine hochspirituelle Zahl. Wir hatten letztes Jahr übrigens ein 7er-Jahr. Ne? Also vielleicht ist das letzte Jahr für dich auch ausschlaggebend. Vielleicht sind letztes Jahr schon Dinge gewesen, die sich jetzt weiter fortführen. Und du bist im Grunde, hast du vielleicht das Gefühl, so ein bisschen im Dunkeln zu tappen und weißt noch nicht, wo du schlussendlich bei rauskommst. Sei dir aber gewiss, du bist auf dem richtigen Weg. Ja, auch wenn du noch nicht sehen kannst, wie es hier weitergeht, du hast hier so ein kleines Vögelchen an deiner Seite. Ja, das ist so der Botschafter, jemand, der dich vielleicht führt, also du musst nur deine Sinne schärfen. Ja, du wirst schon geführt. Du bekommst so, vielleicht hast du so eine Intuition und schau mal, sie hält hier einen Schlüssel in der Hand. Vielleicht weiß sie es gar nicht, dass sie den Schlüssel schon in der Hand hat, weil sie ihn gar nicht sieht, aber er hängt mit einer Schnur zwischen ihren Fingern, ne? Ja, vielleicht kann sie den noch gar nicht sehen oder spüren und weiß gar nicht, dass sie sich eigentlich auch aus der Situation befreien kann. So, was haben wir hier? Die Wahl. Das ist sehr spannend. Da ist der Schlüssel und sie hat die Augen verbunden und guckt hier im Grunde in die Richtung der Türen. Du hast also die Wahl. Du darfst hier eine Entscheidung treffen. Auch eine Weggabelung zeigt sich hier an. Hier sind auch Tauben drauf und Schmetterlinge, steht also auch für eine Transformation und eine Veränderung. Und hier ist der Frieden, hier haben wir die Farbe Lila und ich würde sagen sowas wie eine Eislandschaft. Ja, Lila steht für Spiritualität und weiß, hier ist so Frühling, also hier ist so eher Winter und hier ist eher Frühling.
Für was würdest du dich entscheiden? Die 30. Die 3 gibt Aufschluss auf das dritte Haus. Da sind wir im Haus der Zwillinge. Da geht es um Kommunikation und Austausch. Die 3 haben wir ja auch schon drin. Also vielleicht hast du es mit diesen Themen zu tun, dass ja auch was besprochen, geklärt werden muss oder dass du immer mehr intuitiver wirst und immer mehr auf die Zeichen und Botschaften der geistigen Welt hörst. Ne? Wir sind ja jetzt auch gerade in der Zeit des Zwillings. Ne? Am 6.6. hatten wir Neumond im Zwilling. Das kann sein, dass du jetzt wirklich zusehends mehr Botschaften empfängst, die dich führen und leiten und dass du jetzt vielleicht das Gefühl hast, hier jetzt eine Entscheidung zu treffen. Schauen wir mal, was die Heavenly Body Astrology Karten dir noch mitgeben wollen. Um was geht es für dich im Juli? Stier im Juli. Worum geht es? Für Stier im Juli. Dankeschön. Müssen ja nicht gleich alle runterfallen. So, was haben wir? Wir haben a challenging Situation and a mountain to climb. Also du hast ja eine Herausforderung, der du dich hier stellen darfst. Etwas, was sich vielleicht auch anstrengend anfühlt. Und wir haben hier die Opposition. Das ist interessant. Also du bist hier wirklich in einem Struggle, ne? Du bist hier wirklich in einer sehr herausfordernden Situation. Es könnte sein, dass du dich hin und her gerissen fühlst, dass es zwei Kräfte in deinem Leben gibt, die dich herausfordern, ja? Also das ist so wie zum Beispiel die Work-Life-Balance, ja? Oder dass du zum einen vielleicht gerne einen Job machen möchtest, weil der dir Spaß macht, aber auf der anderen Seite kommt dann die Familie zu kurz. Also irgendwie könnte das zwei Themen geben, die sich quasi beißen, wo du das Gefühl hast, ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen und ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ich sehe einfach gerade nicht. So, und da sagt die Karte tiefes Wissen, du weißt es eigentlich schon. Eigentlich weißt du es. So, aber man will die Wahrheit manchmal auch nicht wissen oder man muss vielleicht noch den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ja, vielleicht ist einfach noch nicht der Zeitpunkt. Vielleicht muss erst in einem etwas reifen. Ja, so eine Eule, ne, die steht ja für tiefes Wissen und Weisheit und die hat sie ja auch nicht gleich von Anfang an. So, und die kann oftmals im Dunkeln besser schauen als im Hellen. Also vielleicht ist es da, gilt es da wirklich mal darum, sich die Augen zu schließen und mehr in die Innenschau zu gehen. Gucken wir mal, was die Moonology-Karten dir noch mitgeben wollen. Worum geht es hier im Juli? War aber noch nicht ganz fertig. Worum geht es für Stier im Juli? Was ist das Thema? Was kommt auf dich zu im Juli? So, das sollte wohl reichen. Dankeschön. Oh, auch zwei. Deine Hingabe wird getestet, zunehmender Halbmond. Also hier gibt es etwas, was jetzt an Fahrt gewinnt, wo etwas am Aufbau ist oder eine etwas zusehends klarer wird, sichtbar wird. Zeit zu handeln, Neumond im Widder. Da ist immer so die Aufforderung, geh den ersten Schritt. Ja, Widder ist eine Initialzündung, das ist ein Feuerzeichen, da geht es um Action, die Dinge anpacken, für seine Bedürfnisse einzustehen, sich zum Ausdruck zu bringen und vor allem wirklich dabei zu bleiben, ja, für sich einzustehen, also selbstbewusst sich zu zeigen. Zeig dein wahres Ich, Vollmond im Wassermann. Ja, es geht um Authentizität, um dein Ich bin, wer bist du wirklich und in welche Richtung möchtest du jetzt gehen? Vollmond im Wassermann könnte sein, dass du es hier mit dem Wassermann zu tun hast oder mit dem Widder oder dass einfach du dich hier mehr in der Gesellschaft einbringen möchtest. Wir haben ja hier mit dem Wassermann auch immer Themen aus dem Hause des Wassermanns. Und geht es um Freunde, Freundschaften, Gleichgesinnte, vielleicht einen sehr individuellen Lebenslauf, also dass du vielleicht dein Leben anders, deinen Lebensstil verändern möchtest und sehr ja, innovativ dich zeigen möchtest. Vielleicht interessierst du dich auch für Themen der Gesellschaft oder der Gruppe oder möchtest was mit Gruppen machen. Das könnte hier auch angezeigt sein, dass du dich vielleicht für eine bestimmte Gruppe einsetzen möchtest, könnte auch Thema sein. In irgendeiner Weise ist ja auf jeden Fall deine Hingabe gefordert. Bist du dir treu oder ja, bist du People-Pleaser oder bist du jemand, der wirklich sagt, nee, ich habe da schon was, dafür stehe ich und da gehe ich jetzt auch meinen Weg.
So, durch welches Tor darfst du denn jetzt hier schreiten? Was ist denn im Juli Thema? Das sind so die Energieportal-Aktivierungskarten. Was ist hier für Stier im Juli wichtig? Was steht hier an für Stier im Juli? Was ist hier wichtig für Stier im Juli? Wobei Stiere sind eigentlich niemals People-Pleaser. Also ich kenne keinen. Die sind eigentlich mal sehr bodenständig und sehr selbstbewusst. So, jetzt nochmal. Was ist hier für Stier im Juli dran? Was ist hier Thema? Was darf. Dankeschön. Siehst du? Und da haben wir nämlich diese Erdenergie, dieses Irdische. Wurzelchakra, Stärke und Sicherheit, Fundamente legen. Das ist jetzt wichtig. Vielleicht baust du jetzt ein Haus oder baust dir beruflich ein neues Fundament. Dir ist auf jeden Fall Sicherheit sehr wichtig für dich, für deine Familie. Es soll alles grundsolide sein und das ist auch so, wie ich Stier kenne, ne? Stier ist ein Erdzeichen und die sind sehr zuverlässig und sehr, ja. Das muss alles in trockene Tücher sein und man ist hier nicht auf Risiko oder so, überhaupt nicht. Ja, sehr schön. So, dann gucken wir mal, was dich denn für eine Rune begleitet. Welche Rune begleitet dich denn im Juli? Dankeschön. Wir kommen natürlich gleich noch zur Kartenlegung. Oh, die Ingwers, das Urvertrauen. Ja, das Urvertrauen sitzt ja auch im Wurzelchakra. Hier haben wir jetzt die kosmische Gebärmutter. Also es sitzt natürlich bei uns Frauen auch in der Gebärmutter, ne, dieses Thema der Sicherheit. Und es geht auch darum, dass wenn du Projekte hast, dass du damit noch nicht hausieren solltest. Schau mal, wie interessant. Guck mal, wir haben hier diese Form, ne, die ist hier auch. Das ist so ein junges Pflänzchen will im Grunde noch beschützt werden. Da geht man noch nicht raus, das muss erst sich entwickeln. Aber du darfst jetzt schon das Urvertrauen haben und deine Projekte nähren und schützen und weiterentwickeln lassen, so wie ein Baby im Bauch, ne? Das braucht halt eine Weile, bis das wirklich lebensfähig ist, dass es auch in der äußeren Welt Bestand hat. Und hier haben wir ja auch diesen Hinweis, unter der Erde, im Verborgenen, wird hier eine Stabilität aufgebaut und nimmt etwas an Kraft zu, ne? Und hier kommt auch Licht rein, Klarheit. Und dann erst irgendwann, wenn sich das entwickelt hat, ne, kannst du damit rausgehen. Und das bietet dir aber deine innere Festigkeit, dein inneres Urvertrauen. Gibt dir die Kraft. So, da bin ich gespannt, was wir hier noch wissen dürfen. Ich werde mal drei Karten von den Tarotkarten, das ist das Light and Seas, nee, Light Seas Tarot Deck von der Chris Anne, drei Karten mal hier ziehen. Mal schauen. Für Stier im Juli 24. Was ist hier Thema? Was kommt auf dich zu? Für diese Legung gibt es übrigens auch noch ein Extended. In dem Extended werde ich das keltische Kreuz legen, wenn dich das interessiert. Ja, da gehen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe und schauen uns auch an, was hier so an Ereignissen reinkommt und was die einflussreichen Energien sind, was hier von außen kommt, wie sich die Sache weiterentwickelt. Du und dein Umfeld oder dein Gegenüber und auch was so deine Ängste, Erwartungen und Hürden sind. Und wenn da sich sowas zeigt, dann kriegst du da auch noch einen Hinweis, wie du am besten damit umgehen darfst und wo du am Ende des Monats stehst. Und zum Schluss gibt es noch eine Orakelkarte. So, jetzt aber Stier im Juli, mit was darfst du rechnen? Da haben wir wieder diesen Hinweis auf Schwangerschaft, kosmische Gebärmutter. Du hast irgendetwas, womit du schwanger gehst. Ein Projekt, eine Idee, etwas, was ins Wachstum kommen soll, was ein Fundament bieten soll. Das kann auch eine Selbstständigkeit sein oder eine Familie, die du gründen möchtest, ein Zuhause, ein Ort der Geborgenheit. Etwas, was hier entstehen darf. Und darunter haben wir den Teufel. Der steht fürs 10. Haus Beruf, Berufung. Ansonsten könnte es ja auch um Steinbock gehen. Vielleicht hast du es mit dem Steinbock zu tun. Es kann auch um gesunde Alltagsroutinen gehen. Die Herrscherin, das ist ja auch eine, die immer an die Selbstfürsorge
adressiert, also die immer sagt, ne, was brauchst du, um dich sicher und geborgen zu fühlen? Was brauchst du, um gesund zu sein? Genügend Bewegung, genügend, also eine ausgewogene Ernährung. Das ist so die mütterliche Energie, die wir hier haben, ne? Und der Teufel, das ist so eher derjenige, der so einen verleitet, der einen vielleicht auch reizt, und das sind so die Süchte und die Dinge, wo wir unfrei sind. Da haben wir den König der Schwerter. Das könnte eine Person sein im Luftzeichen, Zwillinge, Wassermann oder Waage. Oder eine Person, die halt auch sehr distanziert ist, die sehr kühl ist, sehr berechnend, sehr strategisch, ja. Vielleicht auch sehr wortgewandt und dich immer wieder um den Finger wickelt. Könnte auch darum gehen, dass du es hier mit einer Person hast, die dich immer wieder herausfordert, die einfach so eine magische Anziehungskraft hat und du möchtest dich eigentlich gerne mehr um dich kümmern. Also das sind mitunter toxische Verhaltensweisen, toxische Gedanken könnten das hier sein, dass du immer wieder in so eine Gedankenschleife rutscht, ja, die dir gar nicht gut tut und da darfst du hier Verantwortung für übernehmen. Was denke ich denn den ganzen Tag? Mit welchen Informationen nähere ich mich so? Tut mir das gut oder hält mich das klein oder verunsichert mich das immer wieder? Das sind so die Versuchungen, die sich auch hier zeigen. Können natürlich auch ungesunde Beziehungen sein, aber mit dem König der Schwerter nehme ich das nicht so wahr. Vielleicht hast du es auch mit dem Beruf in der Kommunikation zu tun. Drei der Kelche deutet auf das, was ich am Anfang gesagt habe, mit den Freundschaften hin, auf einen Kreis von Gleichgesinnten, wo man die gleiche Vision hat, wo man ein Ziel verfolgt. Vielleicht hast du da auch eine Person, mit der du gemeinsam ein Ziel verfolgst, was eher auf finanzielle, berufliche Sachen hindeutet. Ne? Das könnte hier auch Thema sein. Und hier haben wir auch diese Disbalance. Ne? Hier soll etwas in den Ausgleich kommen, in Balance wiederkommen. Da kann es um deinen Einsatz gehen. Hier haben wir nämlich drei Münzen. Drei Münzen sind mehr als eine Münze, mehr als zwei Münzen. Ja? Vielleicht fehlt hier eine Energie, die das Ganze in den Ausgleich bringt. Wo kannst du dich einbringen? Vielleicht muss man hier die Köpfe auch zusammenstecken. Wie kann man die Sache hier in eine Stabilität bringen? Wie kann man hier mehr Sicherheit, mehr Geborgenheit reinbringen? Das ist halt Mutter, Vater, Kind, ne? Kann aber auch ein Umkreis sein, ein Kreis von Menschen, ein Team, wo du dich einbringst, wo du beratend tätig bist oder lehrend oder lernend. Ne? Man ist hier immer ein Lernender oder ein Lehrender oder beides. Spannend. Darfst hier irgendwie über deinen Schatten springen. Hier kommt der Herrscher. Sehr spannend. Warum ist der jetzt rausgefallen? Herrscherin und Herrscher. Das sind zwei Personen, die auf Augenhöhe sich begegnen. Das kannst du und dein Gegenüber sein. Ne, dass es hier darum geht, dass ihr hier eure Partnerschaft vielleicht auf ein neues Level bringt, dass ihr hier eine neue Stabilität reinbringt. Wir haben ja auch wieder Widderenergie oder dass du aufgefordert bist, Verantwortung zu übernehmen, den ersten Schritt zu machen, dich selbstbewusst zu zeigen. Wenn du hier was ins Wachstum bringen möchtest, dann darfst du da wirklich zu dir stehen. Temperance ist Schützeenergie hier unterm Deck und weist auf Themen hier männlich und weibliche Energien, die in den Ausgleich kommen. Dazu fällt mir Folgendes ein. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, diese Zwillingezeit im Juni jetzt noch, ja. Aber das geht ja noch bis 6.7., ne, von Neumond zu Neumond. Und da kann es darum gehen, dass du erstmal für dich wahrnimmst, was habe ich für Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen und was begegnet mir jetzt dadurch im Außen? Also dieses Reflektieren, dass du für dich feststellst, also das kann wirklich dieser Struggle sein. Du bist ja heute nicht mehr der Mensch, der du gestern warst, ja? Und du hast ja in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die dich im Hier und Jetzt an diesen Ort gebracht haben, in diese Beziehung oder in diesen Job, ja, also alles, was dir im Außen jetzt begegnet, spiegelt ja deine Innenwelt aus der Vergangenheit. So, jetzt bist du aber heute ein neuer Mensch mit einem neuen Bewusstsein, mit neuen Zielen, mit einem neuen
in der neuen Ausrichtung, du bist vielleicht gewachsen, ja, hast an Stärke zugewonnen, an Selbstbewusstsein zugenommen und möchtest jetzt gerne dich mehr zum Ausdruck bringen. Und jetzt hast du aber diesen Struggle, dass deine innere Welt nicht mehr mit der äußeren Welt kompatibel ist. Und da darfst du jetzt natürlich hier neue Schritte gehen und für dich einstehen, dass du jetzt neue Entscheidungen treffen darfst, um dann im Grunde auch die neuen Resultate zu erleben. Königin der Schwerter, Zukunftspläne. Schauen wir mal, was denn noch begegnet im Juli. Was ist im Juli noch Thema? Und das könnte eben dieser Struggle sein, ne? Und da haben wir es nämlich. Der Tod, das ist die Skorpionenergie, die Transformationsenergie. Du veränderst hier etwas in dir drinne oder hast dich in dir selber drinne verändert. Also hier ist eine große Transformation, ein Stirb- und Werdeprozess, wo du etwas Altes abgestriffen hast, eine alte Meinung, eine alte Denkweise oder Handlungsweise, irgendetwas, was dir nicht mehr dienlich war und bist jetzt in quasi neu geboren. Auch interessant, dass sich die Herrscherin hier zeigt mit ihrem schwangeren Bauch. Wir haben hier die kosmische Gebärmutter. Du bist vielleicht gerade dabei, hier durch diesen Geburtskanal zu kommen. Und danach stehst du im Grunde auf einem neuen Fundament als Herrscher. Finde ich sehr spannend. Und wir haben hier drunter die 10 der Münzen. Das deutet auch auf Familie hin, auf Themen vielleicht auch aus deiner Herkunftsfamilie. Da könnten eben Glaubensmuster, Prägungen eine Rolle spielen, mit denen du dich auseinandersetzt. Das, was dein inneres Kind geprägt hat. Und hier ist aber auch so dieses in dem System, in dem du eben einfach gelebt hast, ja, vielleicht verändert sich das, dass du jetzt neue Werte festlegst für deine Familie, was euch wichtig ist, die Eckpfeiler, ja, auch die persönliche Weiterentwicklung. Wir haben ja den Baum der Kabbala, ist ja abgebildet. Du hast ja an Reife dazu gewonnen und insofern wirst du dir vielleicht auch jetzt im Außen ein neues Konstrukt erstellen. Vielleicht wollt ihr auch tatsächlich für die Familie ein Zuhause schaffen. Dann, ne, mit dem Herrscher und den 10 der Münzen könnte es da auch um solche Dinge gehen. Wir haben ja hier so dieses Fundamente legen. Das sind langfristige Dinge, die dir langfristig Sicherheit, Geborgenheit und Stärke geben. Also insofern kann es ja auch um dein Zuhause selber gehen, ne? 10 der Stäbe, ja, da ist Einsatz, auch das Ende einer schweren Phase, wenn es hier um dein Zuhause geht. Vielleicht hast du es hier auch mit dem Thema eines Vaters zu tun, eines Familienoberhauptes oder deinem Gegenüber, dass ihr hier gemeinsam eure Partnerschaft verändert, oder wo ihr hier eine sehr anstrengende Phase hinter euch habt. Vielleicht war da viel Arbeit, ihr habt hier vielleicht viel Arbeit reingesetzt in irgendetwas. 9 der Münzen zeigt mir an, dass man hier etwas überwunden hat, etwas gemeistert hat, dass man sich unabhängig gemacht hat. Ne, von 8 Münzen auf 9 der Münzen ist hier so eine Unabhängigkeit. Es ist auch die Karte der Singles. Ich hoffe nicht, dass du jetzt hier Single bist. Aber 9 der Münzen und 10 der Münzen, der Unterschied ist einfach, dass das hier etwas ist, was man in Familie oder als Paar sich angeschafft hat, auch Familienerbe oder Vermögen, Familienvermögen, ne? Und das ist das, was du dir selber erarbeitet hast. Und da hast du vielleicht viel dran, also Einsatz für gebracht. Mit den 10 der Stäbe sehe ich hier jemand, der wirklich auch die Widrigkeiten auf sich nimmt und sich hier durch eine karge Landschaft quält. Ja, man hat hier die Koffer gepackt, man hat hier viel zu tun. Vielleicht hast du es auch mit einer Reisetätigkeit zu tun gehabt oder warst einfach viel auch unterwegs. Und das soll sich jetzt hier vielleicht verändern, dass man hier gemeinsam jetzt da, 2 der Kelche, an einem Strang zieht, dass man hier in die Partnerschaft wieder investiert. Page der Kelche ist eine kindliche Energie, ist auch Neuanfangsenergie, ein frisches Lebensgefühl, glückliche Fügungen, auch die Träume und Wünsche, die du hast oder die ihr in einer Partnerschaft habt, dass man die jetzt angeht, dass man den Dingen folgt, ja. Da ist der Neuanfang. Auch so eine kindliche Unschuldsenergie. Ja? Vielleicht habt ihr wirklich das Thema der Familienplanung oder dass ihr hier Neustart wagen wollt. Irgendetwas in Bezug auf Stabilität, Wohlstand, Reichtum oder eben deinem Fundament ist ja angezeigt, dass du da Pläne hast, die du jetzt verfolgen wirst. Und das sieht ganz gut aus. Mit der Todkarte ist hier eine Neugeburt angezeigt. Du wirst hier wirklich einen komplett neuen Weg gehen. Aber nicht indem du etwas
wie soll ich sagen? Also ich sehe keine Trennung, sondern eher eine Verwandlung, dass etwas sich verändert. In der Partnerschaft oder im beruflichen Feld, ja, sehe ich das, dass man sich hier vielleicht auch unabhängig macht. Also ich werde mal die Karte 43, da lese ich mal jetzt rein, damit wir mal ein besseres Bild davon bekommen. Denn das war ja die Hauptenergie mit dem tiefen Wissen, die 43. 43, wo ist er? Büdüm, da ist er. Da, deine Intuition und dem inneren Orakel, Vertrauen, Empathie, Überempfindlichkeit. So. Intuition ist die Fähigkeit, die dir erlaubt, in einen Dialog mit dem Ursprung einzutreten, mit einem höheren Bewusstsein, von dem du Teil bist, das aber nicht der normalen Erfahrungswelt angehört. Dennoch ist es erstaunlich, dass Menschen dazu angeleitet werden, diese natürliche Fähigkeit außer Acht zu lassen, die ihnen doch Zugang zu ihrem inneren Kompass verschaffen und dazu verhelfen könnte, ihren Weg zu finden. Du verfügst über die Gabe, zwischen den Zeilen zu lesen und die ganze Wahrheit zu sehen, ob sie nur Lücken oder schemenhaft in Erscheinung tritt. Dieses tiefe Wissen um die Zusammenhänge eröffnet dir einen weitaus besseren Zugang zur Weisheit, als es dem begrenzten Erfahrungswissen möglich ist. Auf diese Weise erhältst du Aufschlüsse, die dem logischen Verstand und den fünf Sinnen zu widersprechen scheinen, aber gleichwohl vollkommen wahr und zutreffend sind. Der springende Punkt dabei ist, hinzuhören und deiner Einsicht entsprechend zu handeln. Du bist jetzt zu diesem heiligen Zwiegespräch tiefen Wissens aufgefordert. Spüre also in dich hinein und vertraue deinem Bauchgefühl. Es wird dir nicht trügen. Bitte um Antworten und du wirst sie aus ungewöhnlichen Quellen empfangen. Es zahlt sich für dich jetzt im hohen Maße aus, wenn du deiner Eingebung vertraust, das Risiko auf dich nimmst und die Initiative ergreifst. Das ist diese Widderenergie, die wir hier haben, ja? In dir gibt es ein orakelgleiches Bewusstsein, ein höheres und zugleich tieferes Wissen, das die Mechanik bloßen Denkens übersteigt. Auf der tieferen Ebene intuitiver Wahrnehmung stehst du mit dem Genius der Menschheit in Verbindung. Die mentale Energie all ihrer großen Vertreter, ob Künstler oder Denker, neuerer oder Staatenlenker und alles andere, was du für deinen Erfolg benötigst, steht dir offen, um dich damit zu verbinden. Hier ist Wachstum angezeigt. Dabei gilt es, bewusst hinzuhören. Es ist dein eigener Genius, der dich jenseits deines geschäftigen Geistes erwartet. So, also, es gilt hier wirklich auch aufzupassen, dass du deine Batterien nicht erschöpfst. Also auch wirklich dieses Erden ist ganz wichtig für dich im Juli. Warum sage ich jetzt April? Ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, das könnte auch ein Thema sein, was schon in den letzten Monaten Thema war. Und dass du weise wählst, ja, und hier deiner Intuition halt auch folgst. Denn das könnte für dich hier wirklich eine Challenge sein. Dass du hier wirklich herausgefordert bist, bleibe dir selber treu. Hier wartet Erfolg, hier wartet wirklich Reichtum, Wohlstand, Stabilität. Das sieht wirklich positiv aus. Aber irgendwas wirst du dafür verändern. Und das Ganze braucht natürlich auch Zeit, ne? So ein Baby braucht halt auch seine Entwicklungszeit. Hier darf sich was entwickeln, aber der Herrscher, der ist derjenige, der die Zügel in die Hand nimmt, der weiß ganz genau, was hier jetzt los ist, was man machen muss, was es jetzt braucht. Und das ist so die Marsenergie. Du kriegst auch unglaublich Schubkraft. Du wirst im Grunde wie, als ob dich von hinten einer schiebt und sagt, geh mal, auch wenn du noch nicht siehst. Geh mal und setz einen Schritt nach dem anderen und bleibe im Urvertrauen. Geh einfach weiter. Die Dinge werden sich zeigen und du wirst hier wirklich zusehends klarer sehen, ja, in welche Richtung das geht. So, ich werde jetzt in das keltische Kreuz gehen und wir gucken die Sache uns hier etwas genauer an, damit wir mehr wissen, ja, was hier das Ereignis ist, was der Einfluss ist, der hier eine Rolle spielt, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt und wo du am Ende des Monats auch rauskommst, was du dazu unbedingt noch wissen solltest. Wenn dich das interessiert, klick gerne auf den Button Mitglied werden, dann bist du nicht gleich Mitglied, dann werden dir zwei Mitgliedschaften vorgeschlagen und bei Soul Family Fans, das ist die zweite Stufe, hast du alle
Extended alle weiterführenden Legungen uneingeschränkt zur Verfügung. Kannst du dir so oft angucken, wie du möchtest. Ich freue mich darüber und vielen lieben Dank auch für dein Like und für dein Abo, was kostenfrei ist, was mir aber unglaublich hilft, hier den Kanal vorwärts zu bringen. Und dann mach's gut und hab einen wunderschönen Juli. Bis zum nächsten Mal. Falls du eine persönliche Legung haben möchtest, schau gerne mal bei Elopage rein. Da werde ich hin und wieder mal ein paar Legungen freischalten. Vielleicht hast du Glück und erwischt eine. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ach so, nicht bye, bye. Wir werden jetzt mal die neue Legung starten und dann hast du auch direkt gleich einen Impuls, ob das jetzt hier deine Legung ist. Na, wir werden hier mit den kleinen Tarotkarten jetzt anfangen und ich lasse dich an dem ersten Teil teilhaben und den Rest gibt es dann im Extended. So. Stier, Juli 2024. Was ist hier das grundlegende Thema? Entschuldigung, Thema. Page der Münzen. Neue geschäftliche Möglichkeiten, neue finanzielle Möglichkeiten, neue Wege, die begangen werden wollen. Etwas, was sich für dich als sehr wertvoll zeigen kann. Unterm Kartendeck haben wir die zwei der Kelche. Partnerschaften, Bündnisse, Verträge. Kann ein Arbeitsvertrag sein mit dem Page der Münzen, der sich hier zeigt, eine neue Möglichkeit, hier jetzt in einen Arbeitsvertrag zu kommen. Okay, dann hätte ich gerne mal gewusst, warte mal, die legen wir mal dazu. Hätte ich doch gerne mal gewusst, was denn dein Wunsch diesbezüglich ist. Dein Wunsch, Page der Schwerter, ist ja so auch die Neuanfangsenergie mit dem Pagen. Ne? Mit dem Pagen kommt immer neues Wissen rein, neue Informationen. Man ist hier aufgeschlossen, man erwartet im Grunde etwas und ist hier bereit für Gespräche, bereit für Kommunikation. Vielleicht hast du hier auch etwas abgeschickt und wartest jetzt auf eine Antwort und du wünschst dir gerne, dass sich etwas klärt. Unterm Kartendeck haben wir den Tod, Skorpionenergie. Das, was wir hier auch schon sehen, diese Veränderung, diese Transformation, die hier stattfindet. Du erwartest im Grunde diese Veränderung in deinem Leben, in deinem Beruf, dass sich jetzt hier etwas für dich verändert. Darunter haben wir die Gerechtigkeit, die soll hier im Grunde Gnade walten lassen und dich hier aus einer ungünstigen Situation befreien, ja, sodass dein Leben hier wieder in Balance kommt. Ja, da ist irgendwie ein Konflikt. Konflikt der Wagen. Der Wagen steht für Krebs, sind familiäre Konflikte oder dass es um deinen Erfolg geht, um deine Zielerreichung. Der Wagen steht ja auch für die weit entfernten Ziele, die wir haben, die wir ansteuern, etwas und auch die Dinge, die quasi widersprüchlich sind und unter einen Hut zu bringen sind. Ne? Wir haben die weiße und die schwarze Things und es gilt dazu, eben die Zügel in die Hand zu nehmen, um sein Ziel zu erreichen. Muss man vielleicht unterschiedliche Kräfte auch unter einen Hut bekommen. Und das ist so der Konflikt. Da wünschst du dir jetzt einen Ausgleich, dass da wieder Harmonie reinkommt, vielleicht auch in einer Beziehung. Was ist denn der ganzen Sache hier vorausgegangen? Was ist denn der ganzen Sache hier vorausgegangen? Dankeschön. Oh, der Turm und die Liebenden. Puh, ich habe das Gefühl, dass du hier etwas Altes abgestriffen hast, auch mit dem Tod nehme ich das ja schon wahr, dass dir etwas bewusst geworden ist, dass du hier für dich erkannt hast, hier gibt es einen Anteil in meinem Leben, der gehört nicht mehr zu mir, den darf ich hinter mir lassen. Du hast einen Herzenswunsch, dem du folgen möchtest. Das ist etwas, was auch dir vorherbestimmt ist, was dir selber entspricht, was abgesegnet ist von der geistigen Welt. Dazu hast du hier schon etwas losgelassen, um hier immer mehr in deine Herzenskraft zu kommen und auf deinen Herzensweg eigentlich zu kommen. Ja. Sehr schön. Also beides große Arkana-Karten, Hauptenergien und das in Kombination mit dem Tod steht hier wirklich für eine tiefe Transformation, die hier stattfindet, die sicherlich auch mit Unsicherheiten zu tun hat. Und das ist normal, ja. Sorge dafür, dass dein Nervenkostüm sich entspannen kann. Dein Nervenkostüm, ja, ist jetzt
unsicher, weil stell dir vor, einfach du bist in diesem Computerspiel, was ich erzählt habe. Du hast das alte Level abgeschlossen, du bist jetzt in einem neuen Level und du musst dich erstmal hier neu orientieren. Du musst vielleicht ein paar Funktionen erstmal kennenlernen. Du musst erstmal wissen, ja, gibt es hier irgendwelche Bedrohlichkeiten, irgendetwas, wo ich mich wehren muss, wo ich Gefahr laufe. Du spielst im Grunde auf einem unbekannten Terrain und das hat natürlich mit Unsicherheiten zu tun. Das ist normal und das so ist es eben auch im Leben. Und hier darfst du aber den Ort in dir finden, wo du in deine Souveränität kommst, wo du in deine Sicherheit kommst. Wie kannst du das? Über das Atmen, über das Meditieren. Ja, schließe die Augen, komm bei dir an. Das kann dir helfen. Guti, dann hätte ich gerne mal gewusst, was ist denn hier das Ereignis, was für dich jetzt hier im Juli reinkommt?